Darf ich das Video beginnen? Nee. Hello Fans, hier ist Popa. Heute beantworte ich eure Fragen. Wie alt bist du? Ich bin 83 Jahre alt. Wann haben Sie Geburtstag? Am Neujahrstag, den 1. Januar. Hast du soziale Netzwerke wie Twitter oder Instagram? Twitter habe ich nicht, aber Instagram habe ich schon. Folgt mir alle. Wie alt bist du? Das haben wir doch schon gehabt. Ich bin 83 Jahre. Steht aber auch in der Kanalbeschreibung. Was waren Sie früher von Beruf? Maschinenschlosser. Ich habe Maschinen gebaut zur Herstellung eines Kolbenringes, der ja in jedem Auto vorhanden ist. Haben Sie jemals daran gedacht, als Sie jünger waren, dass Sie mal mit YouTube anfangen? Damals gab's noch kein YouTube. Warst du schon mal in anderen Ländern? Das kann ich mit Ja beantworten. Ich war schon in Italien, Griechenland, Türkei, Frankreich, Holland, Norwegen und Polen. Guck mal, ist ja schon die halbe Welt. Wo war ich denn noch? Habe ich noch was vergessen? Ja, Österreich, Schweiz, auch noch. Waren deine Eltern früher streng oder gelassen, wenn ich fragen darf? Ja, meine Eltern, die waren an sich gelassen. Mein Vater war Soldat und meine Mutter, die musste die Kinder erziehen. Ich habe ja meinen Vater fast gar nicht gekannt. Der war ja eingezogen beim Militär. Der war ja nie zu Hause. Ich bin 34 geboren und von 39 ging das los, da ist der eingezogen worden und dann war der beim Militär. Er ist ja dann nicht mehr wiedergekommen. Ich weiß nur, da bin ich gar nicht in die Schule gegangen und da fuhr nämlich bei uns durch die Straße immer damals so ein Milchwagen, weißt du? Der, wo jeder kam und hat dann einen Liter Milch oder seine Milch geholt. Da bin ich mitgefahren, mit dem, nicht in die Schule gegangen. Die Schule habe ich geschwänzt. Ne? Ich kann dir von einem Jahr erzählen, von wie wir unter polnischer Herrschaft waren. Ein ganzes Jahr ohne Schule. Ohne elektrisch Licht, ohne Geschäfte, wie wir das überstanden haben. Ich wollte, der hat ja schon immer mal irgendwie aufschreiben, nicht? Ich weiß, sowas fragt man nicht. Aber wie alt bist du eigentlich? Spiel bitte mal GTA 5. Wisst ihr eigentlich, wie viel das kostet? Das kann Popa sich nicht leisten mit seiner kleinen Rente. Irgendwas drückt hier. Was ist das denn? Woher hast du die coolen Kopfhörer? Wir haben euch den Link dazu in die Beschreibung gepackt. Was hast du für eine Kamera? Auch dazu steht der Link in der Beschreibung. Was essen Sie gerne zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen? Zum Frühstück gibt es jeden Morgen ein Toastbrot mit Quark und etwas Marmelade drüber. Dann ein Butterbrot mit Wurst, Schinken und anschließend eine Schwarzbrotscheibe, eine halbe Schwarzbrotscheibe mit Käse. Mittags ist verschiedentlich und Abendessen ist meistens ein Salat und auch ein kleines Butterbrot dabei. Was ist dein Ziel auf YouTube?
Mein Ziel ist, der beste YouTuber in Deutschland zu werden. Hörst du Deutschrap? Nur meinen eigenen. Jo, Boys, passt auf, Opa ist in Sud. Der kommt mit seinem MG und haut euch alle kaputt. Magst du Döner? Ja, die mag ich. Könntest du noch einmal einen Bottleflip machen? Hast du ein Lieblings-Pokémon? Der Umlauf, den du suchen musstest oder sowas. Ne? Hab ich nicht. Welches Spiel, das du hochgeladen hast, gefällt dir bis jetzt am besten? Da würde ich sagen, Clash Royale. Wie bist du auf den Namen Proper gekommen? Wie heißt du in echt Proper? An für sich Hans Joachim. Aber der Rufname ist trotz meinem Alter Hansi. Wie alt bist du? Nerv ich dich? Langsam nervt ihr mich. Hast du Nintendo Switch? Kennt Opa nicht. Mögen Sie Pizza? Vor allen Dingen Frutti di Mare. In welcher Stadt lebst du? In der Nähe von Köln. Wie alt warst du eigentlich mit 12? Das ist eine schwierige Frage. So viel wie ich mich erinnern kann, war ich da 12 Jahre. Wie groß sind Sie? Ich war mal 1,82. Etwas geschrumpft, jetzt bin ich 1,80. Wie jung bist du? Man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Mal schauen, wie alt Propa ist. Ein Like gleich ein Jahr. Bruh. Sag ich doch, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Warum bist du episch und kostest 8 Elixiere? Oh, sorry, war ein Versehen. So, Fans, das waren meine Antworten auf eure Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen zweiten Teil wollt, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben.